Alle glücklichen Familien gleichen einander, jede unglückliche Familie ist auf ihre eigene Weise unglücklich. Der Auftakt zu Leo Tolstois Anna Karenina zählt zu den berühmtesten ersten Sätzen der Weltliteratur. Schon oft wurde der Roman für Bühne und Film adaptiert. Zum Abschluss der russischen Spielzeit bringt John Neumeier seine Fassung von Anna Karenina mit dem Hamburg Ballett auf die Bühne der Hamburgischen Staatsoper. Die Uraufführung der internationalen Koproduktion eröffnet zugleich die 43. Hamburger Balletttage. Ein Platz in St. Petersburg. Der angesehene Politiker Alexei Karenin hält eine Kundgebung für seine Wiederwahl ab. An seiner Seite seine Frau Anna Karenina. Zusammen mit ihrem Sohn Serjoscha unterstützt sie ihren Mann. Das gut situierte Paar, das im Fokus des öffentlichen Interesses steht, wirkt glücklich. Doch die schöne Oberfläche ist nur scheinbar perfekt. Anna fühlt sich ungeliebt von Alexei, denn der betrachtet sie nur als ein schönes Objekt an seiner Seite. Hals über Kopf verliebt sich Anna in den schönen Grafen Wronski und geht mit ihm eine leidenschaftliche Affäre ein. Doch diesen Verstoß gegen die Konventionen verzeihen ihr weder ihr Ehemann noch die Gesellschaft. Anna reibt sich auf zwischen den beiden Männern und geht schließlich daran zugrunde. John Neumeier nimmt Grundgedanken des Romans auf und denkt sie in unsere Zeit weiter. Für seine Figuren findet der Ballettintendant und Chefchoreograf des Hamburg Ballett eine jeweils eigene, teils sehr moderne Bewegungssprache. Der Konflikt zwischen Pflicht und Leidenschaft, der in Anna Karenina verhandelt wird, ist so modern wie zur Entstehungszeit des Romans. John Neumeier war zutiefst fasziniert von dem Werk, das Thomas Mann als den größten Gesellschaftsroman der Weltliteratur bezeichnete. 5 Jahre lang arbeitete Leo Tolstoi an Anna Karenina und schuf dabei eine Vielfalt von Figuren und Handlungssträngen. In seinem Ballett bündelt John Neumeier die vielen Bedeutungsebenen des Romans und konzentriert sich auf den Kern der komplizierten Familien- und Liebesverhältnisse, die Beziehung zwischen Mann und Frau. Ihre Beziehungen untereinander werden sichtbar, aber auch ihre Gefühle, Gedanken und das Unterbewusste. Ein wiederkehrendes Motiv ist der Traum. Mich fasziniert es, sagt John Neumeier, weil es eine Ebene anspricht, die jenseits des Rationalen liegt. Leo Tolstoi schuf in seinem Werk sehr heutige Menschen, die nach Liebe, Anerkennung und persönlicher Erfüllung streben, die sich aber auch mit Untreue und Schuld auseinandersetzen müssen. John Neumeier fühlt sich in seine Figuren ein und macht ihr widersprüchliches Inneres sichtbar zwischen rückhaltloser Liebe und tiefer Verzweiflung.